nicht so aus, als würden die Finsterlinge freiwillig verschwinden. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal ein bisschen nachzuhelfen. Zum Angriff! Ja, und eins könnt ihr euch merken, ihr fiesen Monster. Ein Prinz wird immer von seinem treuen Fuchs begleitet und das bin ich. Nimm das! Dankeschön, Fuchs. Keine Angst, es wird alles gut. Ja? Ich werde dich retten, Natura. Natura! Hey, du, kleiner Junge, hilf mir! So, das reicht jetzt. Mach, dass ihr wegkommt! Denen haben wir es aber gezeigt. Der kleine Prinz und Superfuchs gewinnen durch K.O. Hab ich da was übersehen? Natura, ich wollte dir sagen, dass ich mich sehr freue, dich zu sehen. Lässt du mich runter? Ja, klar. Ich hatte ein Gedicht vorbereitet, aber jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ein Gedicht? In der Nacht der beiden Monde strahlte für mich eine Sonne. Oh, du, Natura, bist wunderbar. Ich bitte dich, heirate mich. Oh, das heißt, du warst der geheimnisvolle Poet? Ja. Hier. Ich glaube, das gehört dir. Thalamus, mein Poet. Es tut mir leid. Ich habe so lange gebraucht, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Und ich hatte solche Angst, dass jemand anderes kommt und du glaubst, er wäre der Poet. Das hat mich ganz verrückt gemacht. Hört mal, ihr beiden. Eurem Riesen geht es sehr schlecht. Wir brauchen jetzt dringend deine Hilfe, Thalamus. Thalamus, mit welchem Kärtchen fängt man an, alles wieder in Ordnung zu bringen? Mit dem hier? Ja. Nein, warte. Das da regelt die Transpiration. Nimm mal das hier. Das ist für die Lunge. Das ist das Wichtigste. Der Wind! Hurra! Endlich! Wir sind am Kopf angekommen. Und unserem Riesen geht es besser. Wir sind alle gerettet. Oh ja! Okay, ich glaube, jetzt geht es dem Riesen wieder gut. Oh, haben wir ein Organ vergessen? Na klar, das Herz!